Wir sind kein Projekt, wir sind kein reiner Ausbildungsbetrieb. Welche Seite, die oder die? Wir sind tatsächlich eine GmbH, die wirtschaftlich arbeitet. Nicht wie viele junge Startups mal irgendwas bauen, die beiden meinen es ernst. Christina Pech und Jule Kirschner haben sich vor 7 Jahren zusammengetan, auch um dem immer noch männerdominierten Tischlerhandwerk etwas entgegenzusetzen. Wir sind nicht die Einzigen, die das so machen, aber wir sind halt schon Pionierinnen, würde ich sagen, im Sinne von, dass wir bis heute als reine Frauentischlerei agieren. Der Frauenanteil im Handwerk liegt bei etwa 10%. Ganz bewusst haben sich ihre Azubis und Mitarbeiterinnen diese Tischlerei ausgesucht. Ich habe so, vor ich hierher gekommen bin, immer so Bausachen gemacht, immer nur mit Männern. Und die Arbeitsklima ist schon viel besser, ja, finde ich. Ich habe so viel Fortschritt gemacht als Handwerkerin, seit ich hierher gekommen bin, was ich in den gleichen Zeitraum vorher nicht geschafft habe. Ich hatte Angst, mit Vorurteilen irgendwie konfrontiert zu werden. Es wäre nicht komplett schlimm, aber ich dachte mir, hey, in einem Betrieb, der eh schon von Frauen geleitet wird, da wird mir das weniger widerfahren. Und da kann ich auf jeden Fall schon mal im Vorhinein erwarten, dass ich eine Grundsicherheit habe. Und das ist auch einfach genau so. Die Selbstständigkeit im Handwerk birgt für Frauen noch andere Risiken. Das Thema Vereinbarkeit zum Beispiel stößt in einer Tischlerei an ihre Grenzen. Bei den Frauen im Handwerk, die unter Umständen halt auch Kinder bekommen, die sind einfach auch eine ganze Zeit lang raus aus dem Beruf, weil dann auch die Arbeit nicht erlaubt ist. Also sobald eine Schwangerschaft vorliegt, ab Tag 1 ist man raus. Also wegen den Stoffen, dem Lärm, lange stehen. Da will die Tischleria ansetzen und ermöglicht Mitarbeiterinnen mit Kindern nach der Geburt flexiblere Arbeitszeiten, auch um sie im Handwerk zu halten. Das ist schon für uns ja auch ein Punkt, weshalb wir das mit dem Ausbilden machen und mit dem Frauenbetrieb eben. Wir wollten immer gerne zeigen, dass es geht und auch Frauen bewegen, das auch zu tun. Und das ist eben eine Sache, wo ich finde, dass wir das gut hingekriegt haben. Die meisten, die bei uns die Ausbildung gemacht haben, eben im Tischlerhandwerk geblieben sind und viele auch selbstständig arbeiten. Ein Unternehmen zu leiten bedeutet auch Flexibilität und große Verantwortung. 3-mal mussten sie in den vergangenen 7 Jahren schon umziehen. Nun sind sie frisch in Lankwitz, wieder nur mit befristetem Mietvertrag. Eine große Last, die auch mal an der Selbstständigkeit zweifeln lässt. Immer wieder, also Gott sei Dank immer abwechselnd. Das ist das Gute, dass wir 2 sind. Also wenn die eine irgendwie nicht mehr konnte, dann war die andere da und hat gesagt, doch, wir schaffen das. Genau. My friend.